Ich würde sehr, sehr gerne dieses Jahr auch das ein oder andere zurückgeben an euch. Das erste, was wir schon getan haben, auch zu Ende des Jahres jetzt noch, beziehungsweise zum Anfang des Jahres, Gewinnspiel. Ich habe ein Gewinnspiel auf TikTok und auf Instagram, wo 6 Leute von euch Magazine gewinnen können und Store Credit für die nächsten Produkte. In First Vlog von Negative Trade, aka Leo, my Bro. Ich bin gespannt. Ich weiß, dass er in London war. Warum, wieso, weshalb? Finden wir jetzt heraus, because I don't even know. Gut ins Jahr gestartet. Was Neues erstmal von uns. Und ihr seht gerade den ersten Vlog dieses Jahres. Wir dachten uns, bevor der Vlog anfängt, zeigen wir noch ein paar Yara-Pieces, die wir hier haben. Vieles, was noch in der Pipe ist. Und ja, fangen wir gleich an. Okay, hier haben wir die Yara Finding Bomber in der finalen Version mit dem wunderschönen Riri-Zipper, den man von beiden Seiten öffnen kann. Two-way-zip, I love it. Sagst du? Jetzt final. Genau, hier haben wir die Daumenlöcher. Der Grobstrick ist sehr, sehr nice, also super robust. Schau mal, wie das hier verarbeitet ist. Ja, sehr, sehr clean. Der Naht. Kannst auch so machen, wenn es richtig kalt ist. Die Pockets, da passt auf jeden Fall genug rein. Butter. Wichtig, das sind Pockets, die du mit deiner Freundin nutzen kannst. Hier Sips. Hört man das? So geil, die Riri-Zipper, die sich anhören. Und das ist eigentlich das Konzept der Bomber Double Zipper. Du kannst eigentlich die Form so verändern, wie du willst. Der Saum. So wie der Mia Hoodie. Halt auch extra offen, dass es noch mehr diesen V-Shape hier unten gibt. Farbe. Schöne Zipper, ehrlich. Also das Innenlining ist auch echt angenehm. Nur so ein Satin-mäßiges Innenlining. Für alle, die was verstecken wollen. Kleine Tasche. Und für die Leute, die geguckt haben wegen den Preisen, kann ich euch so sagen, das ist der fairste Preis, weil Produktionskosten einfach extrem hoch sind und die Qualität ist aber auch dem Preis entsprechend. Das habe ich euch gesagt. Die Preise, Leute glauben, man kann Preise geben wie Zara. Ich habe mit Leo auch drüber gesprochen und ich weiß auch, was so sein EK ist. Bali ist auf jeden Fall. Der Preis von den Jera Pieces, können wir mal gucken. Also alleine durch EK hat er korrekt gemacht, weil der EK auch schon so hoch war. 490 für die Bomberjacke und für die Nemo Puffer, auch jede Größe kann man noch kriegen, lag bei 460. Das sind so die aktuellsten Produkte. Ich glaube, es ist auch einfach noch ein bisschen junge Brand, so weiter und so fort. Deswegen muss man mal ein bisschen drauf achten. Ist klar, es ist nicht günstig, aber es ist der fairste Preis, den er geben könnte. Sehr, sehr dem Preis entsprechend, der Anspruch von uns allen bei Yara, das beste Produkt zu machen, in der besten Qualität, die geht. Genau, und was trage ich denn noch, Maurice? Die Loungewear von Yara, alle Peeps, die gerne zu Hause chillen. Klar, also die kannst du natürlich auch draußen tragen. Yara Spiral, stickt. Fetter Bund. Fetter Bund, ja. Als Einzige, was ich zum Beispiel, ne, grundsätzlich, ich bin eher der Typ, der die Kordeln nach innen macht, anstatt nach außen. Bei Joggingpants und so weiter und so fort. Und was sagst du, Bro? Zeigen auch gleich noch die andere. Ja, clean auf jeden Fall. Schön washed. Ja, washed ist cool. Preferably. Ich mag lieber. Aktuell, ich weiß nicht, ich habe dieses Wash so viel gesehen. Ich möchte lieber einfach plain black. Richtig nice Farbe und hier mit dem schwarzen. Aber Hose ist Max. Hier haben wir Nick in der Yara Nemo Puffer Jacket. Ihr seht mal allgemein hier. Nice Detail. Er hatte ja auch in dem Video zum Shooting, war ja auch im Chat, als wir uns das angeguckt haben, und hat er gesagt, ja, das ist so eine Reference aus einem alten Tom Ford Womenswear Produkt. Das Ganze ist ein Loose Fit. Die Jacke ist nicht zu crop geschnitten, aber auch nicht zu lang. Dann haben wir die Details. Hier den Riri M8 Zipper mit dem Special Puller. Dann haben wir die langen Sleeves, die quadratisch geformt sind. Die Hidden Pockets vorne. Und ja, das Highlight der ganzen Jacke, den Puffer Strap im Back. Das ist ein Detail, was gepuffert ist, was der Jacke ein Signature gibt. Dann haben wir den Highneck hier. Die ganze Jacke ist da auch gepuffert. Also hält dich super warm, jetzt auch für die kalten Tage. Welcome to Munich Airport. Cozy in Yara. Hallo. Hallo. Here we are. You know the vibes. Angekommen, London. What up? Du reist einfach so mit so vielen Koffern. So zwei. Und die sind alle leer. Jetzt geht's ins Hotel. Let's go. The rain is crazy. And the side wind? Yeah, the landing was crazy. When he landed, it was quite boom. But was quite boom. Leo Zucker.
Everything is alright and we made it. Thank you. Oh, very nice. Sick. Leos Geschmack ist exquisit. Hotels, Essen, wirklich Bekleidung, Kunst, immer sehr exquisit. I know. Gar nichts los im Nobu. Broccoli, Spargeldumplings. Was ist gerade passiert? Balenciaga, was ist das für eine Qualität, Mann? Ich hab den extra hier rein, weil ich den nicht verlieren will. Plastikknöpfe hier bei so einer teuren Hose. Der Knopf ist einfach beim Steg gerissen. Also gar nicht bei der Naht oder so. Ja, ciao. Was ist das Balenciaga? Nächstes Mal wirklich Metallknöpfe wie bei Yara oder Büffelhornknöpfe, die allerbesten. Na, Balenciaga hier am Sparen bei dem Preis. Irgendwo gerade in Kost. Dover Street. Yes. Das ist scheiße. The weather in London is scheiße. Dip. Du kennst online, but live in the flesh you are calling quit. Notes. Weiter. Das ist nice. Ich finde die cool. Was ist das für eine Brand? Das ist cute. Das ist cute, gell? Ich muss ehrlich sagen, ich bin aktuell auf der Suche nach Beanies, Caps. Ich habe überlegt, sogar einen TikTok dazu zu machen. Ich bin aktuell auf der Suche nach Beanies, Caps und so weiter, die so ein bisschen extravagant sind. Der Type Beat. Der Type Beat. Wie passt der Eiskalt hier gut voll zum Outfit, ne? Eiskalt. Der kam jetzt unerwartet. Bleiben wir mal so. Also ich zieh die auf. Guck, die passt. And it's 50%. This, yeah, 50%. He should get it. Yeah, it looks fine on you. I like it. Okay, wir gehen jetzt runter zum Man's Park. Check ein bisschen was für Maurice, Kiko und let's go. Kommt gleich rein und man hat hier gleich. Ich liebe wirklich das Comme des Garçons Universe und Dover Street Universe. Weil du gehst rein und hast halt wirklich eine Welt an verschiedenen Marken, die kuratiert haben. Das ist so nice und auch so ein nices Konzept einfach. Und ich finde es halt schade, dass es eigentlich nur so Comme macht. So, weißt du, wisst ihr, was ich meine? Es gibt halt so wenige Brands, die noch andere Brands in ihren Kosmos mit reinbringen. Welche Marke ist die Cap? Die ist von Abella. Das ist von einem Homie aus Paris von mir. Unfassbar hart, oder? Kommt gleich rein und man hat hier gleich unseren lieben Kiko. Shoutout an Maurice. Check mal, ob es noch da ist. Er will nämlich den hier. Karneval. Die Schuhe sind am meisten. Ich finde die Schuhe geil. Ja, mir sind die ein bisschen zu heftig, aber die sind cool. Wenn die 60-70% sind, dann kaufe ich die. Aber ich glaube, ich trage die ja nicht auf. Die Posten sind da. Die sind geil. Sick. Wenn ich Abella Cap eingebe. Okay. Ich zeige euch einmal kurz, damit ihr richtig eingebt. Abella Cap. Nein, das ist eine junge französische Marke. Und das wird, die wird nur mit einem L geschrieben. Auch richtig nice Sachen machen die. Das ist die Cap. Die gab es auch in verschiedenen Farben. Ich wollte schwarz haben. Gab es in schwarz, in blau, in braun und grün. Ich bin jetzt mit dem LRF-Account gerade drin, deswegen folge ich der nicht. Store, von allein so funky eingerichtet. Ich finde, Marc Jacobs hat auch voll den guten Geschmack. Der hat Swag, der trinkt doch. Marc Jacobs hat unfassbaren Geschmack. Der trinkt so viel Balenciaga, das will, glaube ich, Leo auch gerade sagen. Der trägt aber auch andere Marken so und ich feiere das einfach, weil er wieder so ein Designer ist, der coolen Style, coolen Personal Style hat. Es gibt wenige Designer mit einem coolen Personal Style und man merkt, dass Marc Jacobs in allen Richtungen, sei es Style, Kampagnen, Modemarken, die unterschiedlichen Modemarken, er hat richtig Spaß an seinem Job und an Fashion. Balenciaga. Ich finde ganz geil. I love this one. No, no. But
It's a nice one. First purchase here. Let's go. Thank you so much. Have a lovely day. Bye bye. Bist du happy mit deinem Found? Voll, wir mussten krass kämpfen für den Vlog, dass wir überhaupt filmen dürfen. Sehr nice, erster Tag in London mit meinem Babe. Leo der Frische, Leo der Süße. Yara Sample Zipper und die Shane Oliver Longchamp bei Air. Hoppe, er ist big im Kommen. Ist das Marc Jacobs Heaven Store? Ja, yes, ist ein Heaven Store. Krass, wusste ich gar nicht, dass es einen Heaven Store gibt. Was meine ich da? Checkt auf jeden Fall Heaven auch ab. Ist nicht meine Ästhetik, aber ich kann es appreciaten so. Cool. Feier die. Feier die, die steht dir voll gut. 35 Pound. Zerkorb. Mal. Boah, aber das ist geil. Ich glaube, ich muss den nehmen. Ey, das war das mal. Bye, guys. Let's go to Machine A. Yeah, always recommend Machine A. Legendär? Nee, Show Studios von Ignite gewesen. Stavros? Stavros, dem folge ich auch. Ich dachte, er ist nur ein Buyer da. Doch, er ist Founder and Buying Director. Der hat auch gute Takes, was so Mode angeht. Of course. Mal raus. Sind die nicht vom Bein? White Ich glaube schon. Ja, doch. Egal. Mario und Frau Hart. Boah, ja. Kannst du dich darin gut bewegen? Ja, geht. Hier wie ein Rock. Du bist ja eingeschränkt. Als hättest du an den Knien in Ketten. Es ist ein hartes Konzept, aber ich glaube, es ist ungewöhnlich daran, sich zu bewegen. Yeah, that's the look. Let's do a styling picture. Sure. Die ist nicht on sale, oder? Bring's aber 23. Ja, wieso hängt die hier noch? Weil die 9000 Euro kostet und sie keiner kauft. Ist jetzt selfish. Leider. Machine A viel krasser. Dover Street obviously krass. Heaven mega nice. Aber ja, muss man auch mal mitnehmen. So. Hier sind ein paar New Designer, coolere Designer. Wird Zeit für einen Vlog, Kelly? Ja. Also, ein Kollege hat sogar gefragt, ob ich jetzt demnächst nach London für ein Wochenende mitnehmen möchte. Kostet die echt 9k? Bro, ich hab's gesehen, ich hab nicht mal gezuckt. Das ist nicht unwahrscheinlich. Hier ein bisschen Vintage Selection. Very, very famous. Confusion Bomber von der Otto 2000. Die ganzen Castle, University Patches. Iconic, die hat Rev selber getragen. Altes ES ist so eine Jacke. Aber alles Vintage, mega nice. Der Kragen ist schön. Kragen ist nice. Die Frage ist jetzt, was verlangen die für die Bomber? Witzig ist, es gab eine Redux Edition davon. 15.000 Pfund. Das ist way too much. Also die kannst du auch für einen Fünfer kriegen. Hier auf den Gold. Er meint 5000, nicht 500. Rick Cardi Jacket, einfach 50% auf. What? Wie viel kostet dein teuerstes Piece, Kelly? Ich glaube, ich habe mein teuerstes Piece nicht selbst bezahlt. Im Endeffekt schon bezahlt, aber 2000 Euro vielleicht? Kann auch sein, dass ich mein teuerstes Piece ist, was ich günstig geschossen habe, aber wert teuer ist. Keine Ahnung, eine Bomberjacke für 2000 ist oder so. Oder 1500, irgendwie so in dem Rahmen. Ich wüsste jetzt nicht genau. Als Einzelstück. Irgendwie sowas. Never pay retail, Gang. I don't pay retail. 5 oder was? Hier irgendwann Yara, you know. Also, Savages ist zu. 22 Uhr. Wir gehen heim.
Wie gesagt, es gibt hier alles, Balenciaga, Home Hearts, auch sehr nice. Gibt ja nur wenige Stores in Europa. Shoppst du auch auf Vinted? Ja, ich shoppe auf Vinted, also jetzt schon lange nicht mehr was da geholt, aber Vinted, Depop, Grailed, eBay Kleinanzeigen, ich bin everywhere. Vestiaire, Collective, StockX habe ich noch nie was geholt. Backyard Archive, vor allem Backyard Archive. Shoutout an Backyard. Bro, sag mir, wie du legit checkst. Ich frag Freunde. Ich sag ehrlich, legit checken bin ich auch nicht drin. Ich frag Freunde. Ich würde jetzt zum Beispiel bei Haider, Mika oder die Jungs von Backyard fragen. Bei Rick würde ich vielleicht Björn oder Christian fragen. Kiko vielleicht ein Homie von Leo oder so. Welches Piece ist dein teuerstes Haider Bomber? Was sagst du, Mika? Ist die Haider Bomber? Ich weiß es manchmal nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Es könnte ein Haider Code auch retailmäßig sein. Es könnte aber auch mein Magella Code sein. Ich weiß auch gar nicht, was der Retail gekostet hat. Also ich habe auf jeden Fall ein paar Retail Pieces, die glaube ich, also ein paar Pieces, die Retail über 2000 gingen. So in dem Rahmen. Ich habe einen Code, der war Retail 22. Wie viel habe ich selbst für meinem Geld gezahlt? Keine Werbung. Nicht mal Kombination Werbung und Geld oder so. Tausender? 1200? Irgendwie so vielleicht in dem Rahmen. Wahrscheinlich sogar für Schuhe eher als für... Das Ding ist, obwohl, ich glaube, das teuerste Piece wird wahrscheinlich gar nicht meine Dings gewesen sein, sondern meine, ich habe eine Dior Edith Saumon Navigate Collection, also von 2007. Ja, die Dior-Jacke wird wahrscheinlich teurer gewesen als 2 Mille, so Retail gesehen. Kann ich mir gut vorstellen. Ist eine Volllederjacke von Dior, habe ich auch selbst bezahlt, aber ich habe halt weit unter Retail bezahlt. Was sind eure teuersten Produkte, die ihr euch jemals gekauft habt? Was war wie teuer und was für ein Preis? Und habt ihr Retail bezahlt oder habt ihr dribbeln können? LV Bugs Bunny, du kennst meins. Ach so, Tom Brown wahrscheinlich, ne, Mika? Balenci Runner 650, Farfetch Sale, Glaube Bottega Tire Boot 600, Bottega Log Boot für 400, stabil. Haider Ackermann Red Velvet Bomber 900. Damals Jordan 1, Storm Blue 550, Lacoste Winterjacke 280 im Sale, stabil. Stabil, aber ich sehe auch so, ihr seid auch schon gut, Never Pay Retail Type Beat. Veluti Ledermantel, Retail über 9k. Mika won the chat. Mika, crazy. Ich, scheiße, Stone Island 780, bei Bräuninger nichts Besonderes. Doch, Stoney ist auch schon sick. Aber ja, Mika, true, ich habe vergessen, du hast ja diese Veluti Jacke. Verkaufst du? Scheiße, Mann. Stabil. Ihr seid auch alle Big Baller. For real. Also, ich will auch in den Kommentaren unter diesem Video sehen, was war das teuerste Piece, was ihr euch geholt habt und zu welchem Preis gab es das Retail und zu welchem Preis habt ihr wirklich bezahlt? Nee. So wie gestern. Float. Vintage Josie Mantel weiß aber den Retail nicht, aber bester ist PL2 in weiß für 189 Euro. 189 Euro, stabiler Preis. Und dafür PL2 Guidi für zu bekommen, geisteskrank. Vintage Shoppen in London. Best place to be. Man, hier gibt es so viel Stuff, da kann man echt Stunden verbringen und das alles durchwühlen. Also hier sieht man noch Raf Simons, Sterling Ruby, 140 Pfund. Nicht so mein Piece, aber es gibt auf jeden Fall einige Designer hier. Muss man halt echt durchwühlen. Also da vorne ist auch einfach 3 Euro pro Piece. Das ist wahrscheinlich der Ramsch, aber Vintage shoppen immer, musst immer viel gucken, kannst du ewig verbringen und kannst halt echt gar nichts finden. Ja, aber es gibt auch curated Vintage Läden, die top notch sind, wo du einfach reingehst und gefühlt jedes zweite Piece ist bombastisch. Oder einige Schmuckstücke auch für gute Preise. So. Anfangs Kammerbund von Dior, aber es ist ein Dries. Ich muss ehrlich sagen, dachte ich auch kurz. Ich so, was? 120, eigentlich fair. Shattered Backward, beste Einser. Aber Fun Fact, Kim Jones und alle Designer, generell Londoner Designer, gehen alle Vintage shoppen. Hier gibt es halt übel geile Stores. Yeezys. Okay. Yeezys? Die sind heftig, Alter. Wie findest cool. du die? Sind cool, ne? Sind cool, gell? Einfach im Vintage Store, die Mischief. Gut. Ah ja, die sind nice. Out Valenci.
Die gelbe ist cool auch. Oder die da, die da. Ja, ja, die da. Die ist geil. Aber die sind nice. Aber Preis ist too much. 650 Pfund. Pfund. Costa Nacional. So fuzzy. Lab Store. Oh, geil. Sick. Okay, gute Auswahl. Check den Lab Store. Walter, Rick, alles, was das Herz begehrt. So krass. Butter. Butter, Rushimi, I'm coming for you. Ganz cool. Dioni? Ja, genau. Echt alles. Bevor ich die Primär. Iron Woman. Yeah, and also what you should. Oh my god. Yeah, it looks unreal. Yeah, yeah. Crazy jacket. Teuer. Die Lavastangen habe ich auch. Habe ich auch hier stehen. Sehr, sehr gut. Yeah. Doch nice aus. Übel nice. Ready made. Ich finde ready made construction unfassbar. Looks perfect. She knows her size. Yeah, yeah. Sieht schick aus. Das ist nice. Ja. Ich überlege gerade eins zu koppen. Ist das von Walter? Ich finde die mega nice. Ja, es macht die Outfits ein bisschen weicher. Ist auch ein cutes Pink, finde ich. Nice. Yeah, thank you so much, guys. Was a pleasure. Yes. Very nice store. Love, thank you. Oh, this is also cool. Which brand is this? Acronym. Errolson. Ich sag ehrlich, Errolson ist einer der coolsten Designer, der in Deutschland ist. I said what I said. Errolson Hue von Acronym. Ich glaube, der ist noch in Deutschland, ne? Auch zumindest seine Firma ist noch in Deutschland. Ich muss mal die Mütze hier stramm anziehen. Oh, it's nice. Collab. See you. Bye. Bye. Have a nice evening. Same to you. Ja, oder noch kurz Browns, oder? LV Lovers. So, wir sind hier noch im wunderschönen Nobu Hotel und ich zeige euch mal kurz mein Fit. Ich trage die Namaz Season, die Balenciaga All-In Bomber. Habe ich noch für einen sehr, sehr guten Preis bekommen. Spätestens seht ihr die nochmal ausführlich im nächsten LPU-Video. Dazu ein Classic, der Rastati Caro, auch Valencia habt ihr im LPU-Video gesehen. Und meine Favorite neuen Hypebeast-Schuhe, die Luna Boots von der Ski Season. Und genau, das war's auch schon von London. Wir haben ein bisschen Impressions mitgenommen. Ich wünsche euch noch einen schönen Start, einen guten Rutsch ins Neue. Danke, Leo. War ein sehr schönes Video.